Netz und doppelten Boden. Sei still und lauf rüber. Einfach nicht nach unten sehen. Das sagt sich so leicht. Hinter dem Tor, da liegt Abschnitt G. Der Schalter da geht? Kaputt? Da ist kein Strom drauf. Wir könnten es da oben mal versuchen. Ein Kontrollraum? Sehen wir nach. Ob das Tor gar nicht benutzt wird? Ich glaube, hier oben verirrt sich generell niemand bei Verstand hin. Aber irgendwer muss die Anlage doch warten. Hier pfeift alles aus dem letzten Loch. Hoffentlich gehen die Geräte noch. Warnung, Stromversorgung unzureichend. Hat keinen Zweck. Hier, seht mal. Notfallprotokoll bei Strommangel. Bei unzureichender Stromversorgung Höhenstrahler ausschalten. Mit den Höhenstrahlern sind bestimmt die Sonnen in den Slums gemeint. So nennen wir die Lichter zum Ausleuchten der Slums. Kurz gesagt, wenn wir das Licht da ausschalten, geht das Tor auf. Aber was sollen die Leute in Sektor 4 ohne das zusätzliche Licht machen? Sobald wir den Reaktor in die Luft jagen, gehen die Strahler so oder so aus. Ja, hast recht. Gehen wir zurück. Anscheinend wird der ganze Strom hier für die Sonnen der Slums verwendet. Entweder das, oder kein Schwein kümmert sich um die Wartung der Anlage. Das Licht erleichtert uns das Leben. Aber wenn man an all das Marco denkt, das dafür nötig ist... Wow! Von hier aus sieht man erstmal, wie riesig so eine Sonne ist. Und der Schalter ist natürlich am Ende der Leiter. Wie? Noch weiter nach oben. Ich übernehme das. Okay, wir warten hier unten. Stromversorgung wiederhergestellt. Türmechanismen werden aktiviert. Na also, hat geklappt. Mhm. Danke, Cloud. So, damit werden wir in Abschnitt G. Ja, von hier aus geht es zum Reaktor. Diese Netze... Auch hier hat es sich ganz offensichtlich jemand gemütlich gemacht. Tja, wer weiß, was sich hier sonst noch alles eingenistet hat. Auf dieser Scheißplatte. Was für ein mickriges Empfangskomitee! Je weniger, desto besser. Ja. Kein Ring ist hinter uns! Haracke! Verschwende! Es ist aus! Volle Kraft! Geschafft! Feierabend! Hier kommen wir nicht rüber. Bleibt nur die andere Richtung zu nehmen.
außer Betrieb? Sicher auch wegen Strommangels. Kann uns doch nur recht sein. Ich beschwere mich jedenfalls nicht. Seht mal da oben. Die ganzen Abgase werden einfach in die Slums geleitet. Sind es die Abgase, die diese Kreaturen anlocken? Ja, genau wie in den Tunneln. Angezogen vom Marco, das Shinra abbaut. Lasst uns noch mal den Weg überprüfen. Wo sind wir jetzt eigentlich? Mal sehen. Wir wollen zum Reaktor und der liegt hinter Abschnitt H. Ja. Unser Problem? Von hier scheint kein direkter Weg dorthin zu führen. Na, dann müssen wir halt einen Umweg in Kauf nehmen. Den würde ich mir gern sparen. Irgendwie müssen wir doch dahin gelangen. Da an der Wand entlang. Lasst es uns einfach mal versuchen. Mit einem Orientierungspunkt klappt's bestimmt besser. Da hast du recht. Also steuern wir diese riesigen Lüftungsschächte an? Wenigstens sind die schwer aus den Augen zu verlieren. Seht mal, der Ventilator da. Als würden die Gase sich auflösen, wenn man sie einfach nur wegpustet. Das ganze giftige Zeug zieht runter in die Slums. Sieh zu und lern. Komm nicht. Muss wach bleiben. Nur kein Über. Nicht jetzt. Muss wach bleiben. Mein Einsatz. Eine Dusche wäre jetzt nett. Seht mal, vielleicht kommen wir auf das Rohr da oben rauf. Ja, könnte klappen. Nee, oder? Ich habe keine Angst. Ein Fuß vor den anderen. Schön vorsichtig. Immer nur nach vorne, nicht runtergucken. Ah, jetzt habe ich runtergeguckt. Junge, Junge! Bei dem Dröhnen wird man ja taub! Angst gekriegt? Ich doch nicht! Passt gut auf, dass ihr beiden dünnen Hühnchen nicht weggepustet werdet! Oh, Barrett, guck nach vorn und lauf! Ja. Mir nach, Leute! Wow, ganz schön zugig hier, was? Bisschen zu zugig, finde ich. Schön vorsichtig, okay? Ja.
Irgendwie haben wir es heil auf die andere Seite geschafft. Der Stress hat mich glatt ein paar Jahre Lebenszeit gekostet. Obwohl, höchstens ein paar Sekunden. Vorne ist schon Abschnitt H. Jetzt bloß nicht ausrutschen. Ist das der Lift, zu dem wir müssen? Der Hauptlift. Ja, das muss er sein. Das muss er sein. Dieser Hauptlift, von dem Biggs gesprochen hat. Er müsste dort irgendwo warten. Warnung, Stromversorgung unzureichend. Schon wieder. Dafür braucht es wohl drei der Strahler. Drei? Mit anderen Worten, alle Sonnen hier. Anders geht es wohl nicht. Wenn wir uns verlaufen, kommen wir hierher zurück. Das H1 ist gut sichtbar. Gut. Mal sehen, welcher Strahler von hier aus am nächsten ist. Der da. Die Sonnen, die die Schatten der Slums erhellen, sind das Licht Shinras, das den Weg in eine Zukunft des Wohlstands weist. Bitte was? Das ist der Werbeslogan, den der Direktor über die Sonnen der Slums von sich gegeben hat. Tch, wenn es mit Shinra überhaupt eine Zukunft gibt, dann ist sie finster wie die Nacht. Für dich. Und Schiss! Keiner kommt! Der Feind ist geschwächt! Bring es hinter uns! Warnung! Stromversorgung unzureichend. Wenn wir den ausmachen, sollte es gehen. Der Schalter! Na dann, Licht aus! Wird wiederhergestellt. Das wäre Strahler Nummer 1. Jetzt noch die beiden Strahler da. Achtung! Abwehrsystem wird hochgefahren. Das Abwehrsystem! Das hat jetzt auch wieder Strom. Ist doch egal. Das verschrotten wir und dann auf zum Reaktor. Unbefugter Zutritt. Verteidigungsmodus wird eingeleitet. Mittelstreckengeschütze. Ha! Ein klarer Fall für meinen Einsatz also. Es wird heiß! Verzähle! Zum Feiern ist später Zeit. Na, das kann ja heiter werden. Jetzt freu dich doch mal! Oh! Die Stege lassen sich anscheinend bewegen. Toll! Muss unser Glückstag sein! Wo ist der nächste Strahler? Ja, besser, wir behalten unser Ziel im Auge. Zum Glück sind die Dinger wenigstens schwer zu übersehen. Kommt schon! Noch was.
Schaden. Das war's. Kalt wie eine Maschine. Dieser Strahler da. Das Licht am Ende des Tunnels. Hier kommen wir in die untere Ebene. Die hält mich doch aus, oder? Sind das da unten die Slums von Sektor 4? Ja. Willst du mal hin? Ich führe dich gerne rum. Macht ihr euch gar keine Sorgen? Der scheint jetzt zu gehen. Wir haben eine Menge Sonnen ausgeschaltet. Die Welt braucht nur eine Sonne, die echte. Shinras dreckige Technologie ist kein Ersatz. Unbefugter Zutritt. Verteidigungsmodus wird eingeleitet. Ja! Es ist aus. Verbrennt! Los geht's. Attacke! Genug! Nichts hält uns auf! Zumindest dich nicht. Wir müssen vorausschauend denken. Überlegen, wo wir ankommen. Bringen wir es hinter uns. Kein Problem! Verschwende! Feuer! Bis hier und noch mal.
sieht aus, als wären wir im Kreis gelaufen. Mal sehen, wo ist der letzte Strahler? Wieder zurück? Wenn du was vergessen hast, dann mach hinne! Schöner Umweg hierher, was? Hier haben wir keine Wegmarkierungen. Und Jesse und Wedge sind auch nicht da, um uns zu helfen. Ja, wie Bix wohl reagiert, wenn er hört, warum die beiden nicht mitgekommen sind. Er macht sich immer so viel Sorgen. Wir müssen die Stege so platzieren, dass wir zum Strahler kommen. Aus dem Weg! Sternfriede. Haracke! Es ist aus! Ja! Verbrennt! Verschwende! Bis hier und vorbei! Der Feind ist geschwächt! Feuer! Haracke! Zieh mich schwach! Bring mir's hinter uns! Bin mal so frei! Geschafft! Feierabend! Drei Strahler sind aus. Ob sich der Hauptlift jetzt in Bewegung setzen lässt? Müsste. Gut, also zurück zum Abschnitt H1. Hoffentlich ist Jessys Verletzung nicht allzu schlimm. Wenn wir Shinra ordentlich zusetzen, ist das die beste Medizin für sie. Ja, da hast du recht. Zum Glück bist du für Wedge eingesprungen, Cloud.
treffen wir uns denn mit Bix? Am Durchgang zum Makoreaktor. Bix meinte, er hätte Pläne von A bis Z gegen die Langeweile. Bei unserem Tempo kommt er sicher nur bis Plan G. Wir sind zurück am Hauptlift. Mach dich auf was gefasst, Reaktor. Wir kommen! Stromversorgung wiederhergestellt. Liftelektronik wird aktiviert. Neustart abgeschlossen. Lift betriebsbereit. Auf Nimmerwiedersehen, du scheiß Metalllabyrinth! War da nicht noch irgendwo Materia? Vielleicht sollten wir noch mal nachsehen.